Nach dem verheerenden Brand eröffnet das Hotel Traube Thonbach in Baiersbronn sein neues Stammhaus. Im August 2021 wurde der 8. April im Bauplan als Eröffnungsdatum festgelegt. Wir sind selber so ein bisschen überrascht, dass wir den gehalten haben und jetzt ist die Vorfreude groß. Aber alles hatte seine Herausforderungen. Das heißt, nicht nur die Baustelle war aufregend, sondern auch das davor natürlich. Und was sagen die Brüder zu dem neuen Gebäude? Also für uns ist es natürlich was ganz Besonderes und es war uns ja auch wichtig, dass wir in der Zeit bauen. Also es ist ein modernes Gebäude. Natürlich die Bezüge zum Schwarzwald gesucht. Also wir haben diese drei Giebeldächer, die zueinander stehen wie bei einem alten Schwarzwaldhof sozusagen. Kann das neue Gebäude das alte Stammhaus ersetzen? Dem alten Charme, dem darf man jetzt nicht nachtrauen. Was passiert ist, ist passiert. Und klar, die ganze Historie, die Erinnerungen, die wir ja auch persönlich von Kindheit bis jetzt an unser altes Stammhaus hatten, alles, das ist verbrannt. Ja. Dem trauert man schon nach. Und wie sieht es momentan in der Küche aus? Küchenchef Florian Stolte erzählt. Ein großes, kontrolliertes Durcheinander, sage ich mal. Es läuft viel über meinen Sous-Chef Michael Müller und mich. Es ist ein Neustart. Es ist ein kompletter Neustart. Wir starten hier wieder mit zwei Restaurants. Es ist eine Fülle an Aufgaben, die auf uns zukommt, wo wir jetzt gerade mittendrin sind. Und wir müssen jetzt dieses kontrollierte Chaos in den Griff kriegen. Und da sind wir aber auf einem guten Weg und sind dann froh, wenn wir morgen Abend starten dürfen. Natürlich ist die Freude jetzt groß, sich wirklich niederlassen zu können. Wirklich das einzurichten, dass es so passt, wie wir das brauchen. Und es wird gut. Es wird richtig gut. Ja.